I guess. Hey, Wake! Tun Sie doch auf den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Alles klar, Sully. Da vorne ist Staff. Kann ich hier rein? Mann, ich bin doch Arbeiter. Ich arbeite doch hier. Ich gehe einfach nach Hause. Ich dachte, das wäre freiwillig. The Creator's Dilemma. Das fesselnde neue Buch von Dr. Emil Hartmann, Autor des Bestsellers Creative Flow. Er erklärt seine bahnbrechenden Techniken in Bindungstherapie und der Fluss in seinen eigenen Worten. Jetzt landesweit im Buchhandel erhältlich. Sind wir jetzt in seiner Story gefangen, weil er auch ein Buch geschrieben hat und das wird jetzt quasi gelesen? Jesus, so viele Bücher. Oh shit. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Hartmann wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Ich bin immer noch verwirrt, um ehrlich zu sein. Hä? So, die andere Seite. Der QR-Code in der Loge passt ja so gar nicht rein, ne? Oder in der Lodge. Achso, zwar hier der Xbox-Spieler. Das ist mein Zimmer. Da darf ich nicht. Der Maler. Und da darf ich auch nicht. Okay. Wake. Willem, wake. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay? Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Keine Ahnung. Ich bereit! Seid ihr hier? Ich bin von mir hier! Haben wir etwa Angst vor den verrückten Brüdern? Jetzt sind wir nicht mehr so schwach! Was? Damn, der hat ihm im Hammer geklatscht. Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Nimm dein Schicksal in die Hand! Mach ich, Jungs, danke euch! Ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskripte. Dort bewahrte er sie auf. Es wird Zeit, die Zeche zu zahlen! Ja, macht sie fertig, Mädels, Jungs! Wir vielleicht können Sie mal kurz rauskommen und uns unsere faltigen Windelherrsche vermöbeln, wo Sie doch so ein hartes Brüchchen sind, Mensch. Wir waren auf Tour, Mann! Glaubst du, wir hätten Punks wie die hier nicht schon gesehen? Sterbliches gesagt! Ich feier die beiden. Jungs, ich küsse eure Herzen. Ja, verstecken Sie sich, lieber Birch. Mein Zorn wird Sie vernichten. Er macht vermutlich nur einen Scherz, Birch. Er hat einen großartigen Sinn für Humor. Fragen Sie doch mal Sinclair. Oh. Warte, ich geh sofort gucken. Oder durch die Tür. Okay, den kann ich nicht einschalten. Kann ich hier rein mit dem Schlüssel, by the way? Nein, okay. Ich dachte, vielleicht ist da noch ein Geheimnis oder so, was man aufdecken kann. Weil wir jetzt einen Schlüssel haben, aber...
Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Hätten wir es nicht eben sehen müssen? Ah ne, wir sind woanders lang gegangen, ne? Hartmans Büro ist da hinten. Okay. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Das ist irgendwie cool. Hat ein bisschen was von dem Cover auch, ne? Das sind die ganzen Bilder, die der eine da gemacht hat, ne? Und die Leute mit der Axt und der Ranch. Also hier den, dem... Ja, keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch... Deutsch. Das Band abspielen. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig, er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Ich... Manchmal wünschte ich fast, Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein... Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wick, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach herschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich Ihre Stimme hörte, das, was Sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Rudolph Lane ist ein interessanter Fall. Er war vollständig blockiert. Und offen gesagt wollte ich ihn schon als nutzlos abschreiben. Nachdem Wake eingetroffen war und angefangen hatte zu schreiben, veränderte sich etwas in Rudolph. Er produziert außergewöhnliche Arbeit von zunehmender Düsternis. Unglücklicherweise reagiert er auf keinerlei Anleitung. Und ich glaube nunmehr, dass er kein Schöpfer ist, sondern vielmehr ein Illustrator. Jemand, der die Dinge aufzeichnet. Ich habe die Existenz einer solchen Rolle bislang nicht in Betracht gezogen, geschweige denn, was das bedeuten würde. Aber die Gemälde, die er hervorgebracht hat, sind informativ. Wenigstens ist er leicht zu kontrollieren und nützlich. Ich wünschte, ich könnte das gleiche über Wake sagen. Es ist frustrierend, dass die besten Subjekte immer so schwierig im Umgang sind. Kann es sein, dass der Zeichner... Der Maler hier, der Patient, dass wir gegen seine Geschöpfe kämpfen. Er hat ja die Sachen gezeichnet, vielleicht aus unserem Buch heraus oder aus unserer Vorlage mehr oder weniger. Aber die Monster, die wir bekämpfen, sind ein Abbild seiner Fantasie, wie er sich vorstellt, wie die Monster aussehen in unserem Buche oder sein sollen oder... Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich habe Wheelers Spur verfolgt und er kann nur hierher gegangen sein. Das bedeutet, dass Wake wahrscheinlich auch hier ist. Agent Nightingale, Sie befinden sich auf Privatbesitz und ich lasse nicht zu, dass Sie meine Patienten stören. Ach ja, ich kann eine richterliche Anordnung besorgen. Wie würde das Ihrem Patienten gefallen? Oh, ich bin zutiefst von Ihrer ach so beeindruckenden Autorität eingeschüchtert, Agent. Hören Sie, Sie arroganter Snob. Wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich dieses Tor einreiße und Sie ein bisschen durch die Gegend prügle?
Bitte. Agent Nightingale, erstens zeichne ich diese Konversation auf, also bedenken Sie Ihre Route genau. Zweitens, haben Sie keinen Hinterwäldler vor sich. Ich kenne das Gesetz. Und wenn Sie einen Richter dazu bewegen können, eine Anordnung zu erlassen, kooperiere ich gern. Aber das werden Sie nicht schaffen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede weitere Kommunikation über meinen Anwalt zu laufen hat. Einfach unglaublich. Guten Tag. Ja. Fuck, ich dachte, ich hätte da draußen was gesehen. Der Nightingale ist aber auch nicht mehr. Dem ist auch nicht zu helfen. Hier ist hier den Dings da drin, der Jäger. Oder ist hier. Ach, Barry ist hier dann. Barry? Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Sie waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich zwei Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Der Starschnitt? Ach so, der Ding hier, der Pappaufsteller. Okay, bei dem Hartman ist auch irgendwas absolut unkoscher. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Der gegrinst hat. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Aber wieso kommt es erst jetzt, das Dunkle? Hartman redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Der Hartman ist auch ganz Hartman komisch. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Hartman war nicht glücklich. Mort konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt, und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde, und hatte 2 Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Okay. Okay. Da gehen wir lieber nicht rein.
Mach die Tür auf. Wie oft muss ich ihn aufschließen? Ach so. Wo sind die die Rocker-Brüder? Aua. Besessenen Bücherregale wegzuschaffen. Oben. Meine Freunde, die Rocker. Einschalten. Zack. Eieiei, was ist das für ein Generator? Kann ich hier rein? Nein. Kann ich zu uns ins Zimmer? Ich will mal kurz gucken. No. Schade. Das Gemälde steht noch da. Was? Moment. Leblose Objekte sollen sich nicht von sich aus bewegen, setzen sie am Ende. Okay. Uah. Schade. Manuskript. Skriptor. Verdammt, macht das auf. Oh. Nochmal. Kugel muss das auch machen, bestimmt, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, ich sehe, der ist trapped. Hier bin ich. Mary! Ich bin hier! Mach das Tor auf, verdammt nochmal! Überall leuchtet, als dass er seine Taschen da benutzt. Oh, der muss keiner. Sofort. Da ist eine Tür, die interessiert mich. Da ist aber nichts. Unfucking lucky. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Barry? Bist du hier? Hier ist Licht, Barry. Bist du hier? Okay, da ist wirklich Licht. Ich muss ja schon nicht entlang, ne? Ja, Tor geht nicht auf. Du musst woanders lang. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Pass auf! Scheiße! Lauf, Barry, lauf! Ein Manuskript. Ne, Batterie. Okay. Weg hier! Oh Gott, ey, das Haus sieht übel aus! Lass uns verschwinden! Ich weiß nicht, was du meinst, Barry. Ich weiß nicht, was du auch nicht das Labyrinth. Shut the fuck up. Natürlich, direkt falsch. Die bösen Buben.
Junge, ich bin im fucking Labyrinth, du hast es doch selbst ge- Hab ihn! Verdammte Labyrinthe! Okay, der kommt bestimmt irgendwo aus einer Ecke, wo es nicht weitergeht, oder? Never fucking mind, der kommt gen... Hab dich genau gehört, du Pfeifen. Oh shit. Oh shit, Mr. Big Body. Mann, brennt's auf der Haut, brennt es? Der schieße ich auch mal. Oh oh. Oh, der ist erschreckend nah. Lad schneller! Holy Macro! Das ist falsch, ne? Da kann ja nicht richtig sein, da komm ich doch her. Okay, der Kampf gegen den Pfleger geht weiter. By the way, Hartman wusste, er war kein Schöpfer. Er hatte keine Ambitionen dahin und wollte auch bestimmt nicht so enden wie all die Künstler, die er hier behandelt hatte. Ihre Schäden waren schwer zu beschreiben. Oder Schlimmeres. Es reichte ihm, kreative Kontrolle zu haben und die Richtung zu weisen. Wie ein Produzent. Genau das war es, was die meisten von ihnen ohnehin brauchten. Natürlich waren passende Subjekte eher selten. Und das wusste Hartman. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Und der Himmel wird Drakaris. Munition. Nicht noch mehr Labyrinth-Sachen. Sie bekommt zwei Pillen am Maul, dann sieht sie den ganzen Tag lang lieb und nichts zu tun. Sie bekommt drei Pillen am Abend. Ich. Oh ne. Hier, Dr. Armin! Ja, brennt's? Brennt es unter Haut? Aua! Oh shit, ich hab gar keine Fackel mehr! Aua! Ihr verdammten Vögel! Was ist mit den verfickten Vögeln? Hör auf, um mich einzuboxen! Stirb! Oh shit, die Vögel! Stirb! Ah, fucking Vögel! Ist er tot? Er sieht tot aus. Die Thermoskanne. So, weg mit den verdammten Vögeln. Gut, dass da so eine Leuchtpistole lag. Oh shit! What the fuck? Hau ab, Alter! Ich hab 14 Digga! Oh oh! Ich blende dich! Und jetzt erschieße ich dich! Oh, Moment, nachladen! Pause!
geschossen. In den Rücken geschossen. Deputy down! Deputy down! Ich brauche Licht, ich brauche Leben. Ich brauche Munition, ich brauche alles. 18 Schuss. Licht. Oh. Warte, oh, sehr schön. Genau sowas brauche ich. Und ein Manuskript. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte. Wenn er wirklich seine Frau hätte, der Gedanke ließ ihn erzittern. Der Gedanke ließ ihn erzittern. So, 6 Schuss mit der Shotgun. Mann, der Weg zu Barry ist aber verdammt weit, ne? Mein Gott. Was? Ah, oh, oh shit, Alter. Aus dem scheiß Gebüsch. Oh, fuck. Aua, au, au. Noch jemand? Du? Ja, probier's nochmal, Hier, guck mal hier. Besser erblindet. Ah. Oh. Den Lauf in den Mund gesteckt, ey. Leck mir am Arsch. Load up on guns. Oh, schöne Fackel. El Faclo. Da vorne ist noch ein Manuskript. Boah, ich dachte, das trifft mich noch. Ich brauche ja nur eine Seite auf, ne? Die Rest, andere ist mir egal. Oder kann mir ja egal sein. Da ist wieder dieses komische schwarze Wasser. Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Die Welt explodiert, ah ja. Okay. Hoffentlich passiert das uns das hier nicht. Barry ist einer der Guten irgendwie. Also, er hat zwar eine schrobe Art, aber ich mag ihn. Und dieses Wasser ist wieder so komisch schwarz, ne? Hier gibt's kein blaues Wasser, nur schwarzes, tiefes, undurchsichtiges. Was? Nein, hab ich doch richtig gehört.